Wir, die Betriebsräte der KBR Mödling AG, wurden am 17. Dezember vom Aufsichtsratsvorsitzenden aus Deutschland bei einer Betriebsversammlung informiert, dass im Laufe eines Jahres ca. 450 bis 460 Mitarbeiter den Arbeitsplatz hier in Österreich verlieren sollen. Wir haben ab Jänner massive Solidarität der ganzen Bevölkerung erfahren, zum Beispiel bei einer Betriebsversammlung, wo ca. 1000 Angehörige, Betroffene, Freunde uns die Unterstützung bei einer Kundgebung geboten haben. Letzte Woche mussten wir leider eine Eskalationsstufe höher schalten und sind in einen Vollstreik eingetreten. Wir waren mit einer Vis-à-vis-Seite konfrontiert, die das Wort Sozialpartnerschaft mit Füßen getreten hat. Eine Vis-à-vis-Seite, die einfach das Grundrecht und die Grundregel nicht beachtet, wie Sozialpartnerschaft funktioniert. Und diese Grundregel heißt Augenhöhe. Dieses Unternehmen ist eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht. Und im österreichischen Aktiengesetz steht klar drin, wem der Vorstand und der Aufsichtsrat verpflichtet sind. Und da steht nicht drin, zuerst kommen die Shareholder, dann kommt lang nichts und die Arbeitnehmer sollen sie über die Häuser hauen. Dort steht drin, der Vorstand und der Aufsichtsrat sind dem Eigentümer, den Arbeitnehmern und dem Wohl des Unternehmens verpflichtet. An unseren Zielsetzungen hat sich nichts geändert. Es bleibt dabei, erstens Standort, zweitens Arbeitsplätze und drittens ein Sozialplan, der über längere Zeit gilt und nicht nur für ein paar Wochen und Monate. Es ist der Auftrag unserer Belegschaft, so viele Arbeitsplätze hier in Österreich zu erhalten, wie nur möglich. Und wir werden kämpfen, bis eine ordentliche Lösung für KBR Mödling und für seine Mitarbeiter vorliegt. Danke für eure Solidarität, danke für die große Gemeinschaft, mit der ihr hier steht und den Arbeitskampf führt. Wir tun alles, um das ordentlich zu unterstützen und zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ein herzliches Glück auf!